für Informationen und Anregungen geben. Direkt am Eingang des Parks finden Sie unsere Tierkinderstube mit dem Puppenhack. Nebenan der Streichelzoo. In ihm leben fast alle einheimischen Haustiere zusammen. Sie dürfen die Tiere gerne anfassen, streicheln, füttern und fotografieren. Manche lassen sich sogar das Schmusen gefallen. An unserem Verkaufskiosk gibt es Eis, Waffeln, allerlei Schleckereien und andere Erfrischungen. Auch das leckere Softeis ist hier zu haben. Hier befinden sich auch unsere Pitpark-Anlage, die elektrische Pferdereitbahn, die Pendelbahn und eine Kletterburg. Ganz oben in der Halle die elektrischen Autoscooter, beliebt bei Jung und Alt. Dort finden Sie übrigens auch die Überschlagsschaukeln. Auf dem großen Spielplatzbereich rechts oben sind die Familienschaukeln Komet, die Röhrenrutsche, der Klettermax und viele andere Spiel- und Spaßgeräte. Familienschaukeln, da müssen wir jetzt sehen. Mit dem rückwärts, vorwärts, kopfüber. Rechts sehen Sie die Trampolinanlage, Erlis Garten und die Allwetterspielhalle. An der Goldwaschanlage auf der Restaurantterrasse schürfen die Kinder nach Goldstückchen. Und im großen Ballhaus mit den vielen bunten Bällchen in der Spielanlage vergnügen sich die Kleinsten nicht nur bei schlechtem Wetter. Nun sehen Sie auf der rechten Seite die schönen Holzpavillons, die Ihnen zum Picknicken zur Verfügung stehen. Wir wünschen Ihnen hierbei viel Spaß. Wir möchten Ihnen gerne über den Eselsweg berichten, der hier vorbeiführt. Dieser beginnt an dem Salzvorkommen im Fuldaer Raum und verläuft über die Spessarthöhen bis nach Mildenberg am Rhein. Früher waren die Esel als Lastenträger eingesetzt, die das sogenannte weiße Gold, nämlich das lebensnotwendige Salz, eine begehrte Handelsware, an den Main transportierten, wo es vor Schiffen in fernere Regionen gebracht wurde. Außerdem halfen die Esel unter anderem auch den Landwirten und Müllern, indem sie das eingesackte Getreide von den Feldern zu den Mühlen brachten, wo es dann anschließend gemahlen wurde. Aus diesem Grund haben wir in unserem Logo einen Esel, weil wir damit daran erinnern möchten, was diese Tiere im Laufe der Jahrhunderte für uns Menschen geleistet haben. Möchten Sie mehr über solche Anekdoten oder etwa die Geschichte des Erlebnisparks erfahren, so können Sie gegen eine geringe Schutzgebühr ein Buch darüber an der Kasse oder am Kiosk kaufen. Die hat unser Senior-Chef eigens verfasst und selbst geschrieben. Kinderbücher mit Mini-Geschichten über unser Parkmaskottchen Erli und seine Abenteuer erhalten Sie ebenfalls hier im Park oder auch im Buchhandel. Links und rechts immer wieder die schön angelegten Parkanlagen mit Blumen, Wiesen, Bäumen und Sträuchern. An dieser Stelle noch eine große Bitte an Sie. Benutzen Sie bitte unsere Blumenkästen, Hügel und Blumenanfassungen nicht als Sitzplatz. Genießen Sie den herrlichen Blick auf das obere Kinzigtal, auf einer der vielen Parkbänke. Herzlichen Dank. Ganz links sehen Sie den Krugbau, ein ehemaliger Bauernhof. Außerdem war dort früher eine Tonbrennerei und es wurden Bierkrüge und irdische Kupfer hergestellt. Ein alter Brennofen ist auch noch vorhanden. Auf der rechten Seite sehen Sie unseren Froschkönig, eine Berg- und Talbahn. Hüpfen Sie mit den Fröschen über Berg und Tal, vor und auch zurück. Ein irres Fahrgefühl. Vor uns schauen Sie nun auf die Brüder Gremmstadt-Steinau, eingebettet zwischen dem Vogelsberg, dem Spessart und der Rhön, dem sogenannten Bergwinkel. Hier in Steinau verbrachten die Brüder Grimm von 1791 bis 1796 ihre Jugendzeit und schrieben hier einige ihrer weltbekannten Märchen. In dieser reizvollen Mittelgebirgslandschaft bietet es sich geradezu an, heimische Tiere und Natur zu zeigen. Besonders der jüngeren Generation, die zur Landwirtschaft immer weniger Beziehung hat. Aus diesem Grund halten wir links auf den großen Koppeln Rinder, Esel, Ponys, Schafe und Ziegen, um daran zu erinnern, was diese Tiere im Laufe der Jahrhunderte bzw. Jahrtausende für die Entwicklung unseres Wohlstandes getan haben.
Gerade Rinder liefern nicht nur Milch und Fleisch, auch das Leder ist sehr begehrt für Schuhe und Bekleidung. Außerdem waren Rinder und Esel Zugtiere für die Feld-, Wald- und Wiesenarbeiten, denn die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe konnten sich nicht immer Pferde dafür leisten. In der Landwirtschaft hier auf den Spessartöhen überwiegt zwar eigentlich die Grünlandbewirtschaftung, es wird aber auch immer noch etwas Ackerbau betrieben. Nun kommen wir in den großen Grill- und Picknickbereich des Parks. Eine große Anzahl von Grillhütten steht Ihnen hier zur Verfügung. Ganz gleich, ob für Familien- oder Firmenfeiern mit mehreren hundert Personen. Bringen Sie einfach Ihren gefüllten Picknickkorb mit und genießen Sie die rustikale Atmosphäre in unserem Park. Wir möchten, dass Sie hier bei uns einen erlebnisreichen Tag verbringen können, indem Sie sich entspannen und erholen, um dann dem alltäglichen Stress wieder gewachsen zu sein. Für Ihre Grillparty reservieren Sie sich doch bitte frühzeitig einen Grillplatz. Auf unserer Sommerrodelbahn Spessartflitzer erleben Sie eine rasante Fahrt durch den gesamten Park. Sausen Sie 850 Meter hinab ins Tal. Einfach klasse! Die Rodelbahn ist vollautomatisch. Das heißt, man wird nach der Talfahrt sofort wieder nach oben befördert. Die Bahn endet also dort, wo Sie zuvor eingestiegen sind. Wir bitten darum, alle Hinweisschilder an dieser Bahn gewissenhaft zu beachten. Besonders hier im unteren Bereich, wo die Schlitten auf die Aufzugsschiene übergehen. Vor der orangefarbenen Abgrenzung bitte unbedingt bremsen. Sie dürfen in diesem Bereich nur noch mit minimaler Geschwindigkeit fahren. Bleiben Sie bei der Bergauffahrt auf Ihrem Schlitten vorwärts sitzen, bis Sie wieder oben am Ein- und Ausstieg angekommen sind. In dem kleinen Wald hinter den Grillhütten ist unser Abenteuerspielplatz, die Spessarträuber. Betrachten Sie auch hier wieder unsere schönen bunten Dahlienanlagen. Die Dahlienknollen werden Ende April in die Erde gesteckt und blühen dann von Mitte Juni bis zu den ersten Nachtfrosten im Oktober. Hier machen wir nun den erwähnten Zwischenstopp, um Ihnen das Aus- oder Einsteigen zu ermöglichen und fahren dann gleich weiter.